Was? Wo bin ich? Bürger Plus? Bürger Plus? Ich begrüße euch zu Back to the Future, The Game, Episode 4. Und nach dem aufreibenden Ende von Episode 3 sind wir wohl nun hier gefangen und wir müssen uns hier erstmal umschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie ich. Also es kann ja eigentlich nicht anders sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist nicht sehr entspannt. Nee, in der Tat. Ah, da ist Jen. Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Jo, haben wir überhaupt noch? Ach, ich will gar nicht... Oh, was ist denn hier los? Das Inventar ist... Wo ist denn mein Inventar? Hinweise? Wie komme ich da... Ah, ich habe kein Inventar. Haha. Ich habe kein Inventar, alles klar. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir uns an die Sprechanlage begeben, würde ich sagen. Hm, sieht nicht so aus, als wäre sie an. Das ist gar nicht so schlecht, dass sie nicht an ist. Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Okay. Noch eine Sprechanlage. Hey, lass mich raus! Man hört ja absolut gar nichts von draußen. Hm. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und es ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Du hast ich muss Hill hier raus und Doc retten. Du hast Hill Valley an den Ruin gebracht, du alte Hexe. Doc. Ja, was ist los mit ihm? Hallo? Was? Oh, Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger-Plus-Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Lol. Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger-Plus-Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger-Plus-Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Hm.
Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut, treten Sie von der Tür zurück. Tatsächlich? Oh. So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Gut. Hat er sich jetzt die Kombination gemerkt, der Marty? Da muss ich jetzt mal... Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Mhm. Aber Chen kann mir da bestimmt helfen. Hallo? Was ist? Lassen Sie mich raus! Tut mir leid, Sir, aber Bürger-Plus-Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger-Plus-Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Entschuldigung. Ja, lass mich raus! Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Als Sie Ihren Bürger-Plus-Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger-Plus-Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger-Plus-Behandlung zu inhaftieren. Hä? Daran kann ich mich aber nicht erinnern, genau. Ich habe nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Ebner selbst hat mir die Papiere übergeben. Na klar hat sie das. Die hat meine Unterschrift gefälscht. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Ach. Dürfte ich Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ist Bürger-Plus-Patienten nicht gestattet. Es kontaminiert die Behandlung. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich frustrierend jetzt für dich, Martin, ne? Martin? Ah, Dad, bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage, natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger-Plus-Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Der kann mir helfen, das wusste ich doch. Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des... HZÖ. Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Oh nein. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger-Plus? Ach nein, Jen. Nicht du auch noch. Jennifer... Warum ist eine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Komm wieder zu dir! Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Ja. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Jennifer. Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger-Plus-Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach, Mann. Ja, damit hätten wir es vielleicht... kontrollieren können. Obwohl mir da andere Gedanken kommen, was ich mit ihr machen würde. Wie bist du eigentlich in das Bürger-Plus-Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Nee, warst du nicht? Irgendwie. Ja, genau. Jen, dieser ganze Bürger-Plus-Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast, aber mir war nicht bewusst. Was war dir nicht bewusst? Wie war denn deine Bürger-Plus-Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern.
Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Naja, ja. Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Ding... Ach so. Die Bürger-Plus-Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach, Mann. Ach, soeben. Und fehlen da die Untertitel? Ich glaube, die mache ich mal schnell an. Kannst du vielleicht noch ein Weilchen dableiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach, komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel. Ich bin ein guter Bürger. Du bist ein guter Bürger, ja. Wir machen mal schnell die Untertitel an. So, und jetzt reden wir nochmal mit unserem Dad. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Ich freue mich ja, dass du hier bist, aber warum bist du hier? Ich suche nach deiner Mutter. Mom! Wir hatten einen riesen Zoff, nachdem du weg warst und... Naja, sie hat sich für die volle Ladung Bürger-Plus-Behandlungen angemeldet. Scheiße. Hast du ihr nicht von Biff erzählt? Ich hab's versucht, aber du kennst ja deine Mutter. Wenn sie etwas wirklich will, dann wird sie zu einer echten Naturgewalt. Ich vermute mal, dass ich sie nur finden muss. Dann kann ich es ihr vielleicht noch ausreden. Deine Sorge um Mom ist zwar rührend, aber könntest du nicht persönlich hierher kommen? Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich eh schon genug Ärger mit der Obrigkeit. Nein, in Anbetracht der Situation ist es wohl besser, wenn ich bei den Fernsehern und den Kameras in der Garage bleibe. Ja, stimmt. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Bleib an Jennifer dran. Sie verhält sich zwar seltsam, aber sie ist ganz verrückt nach dir. Richtig, genau das ist er. Dad, diese Bürger-Plus-Uhren werden jeden hier in Hill Valley in Roboter verwandeln, angefangen mit Bürger Brown. Ich wusste schon immer, dass Digitaluhren böse sind. Ja. Nicht die Uhren sind schuld, Dad, sondern Edna. Sie ist völlig durchgedreht. Bürgerin Edna ist wahnsinnig? Das ist nicht gut. Aber es erklärt eine Menge. Jetzt glaubt er uns wenigstens mal. Das gibt's ja gar nicht. Dad, ich weiß, dass das starker Tobak ist, aber ich muss Bürger Brown retten, damit wir in der Zeit zurückreisen und verhindern können, dass Herr Edna überhaupt erst heiratet. Du hast recht, Sohn, das ist starker Tobak. Also lass uns lieber vergessen, was du gesagt hast und uns auf deine Befreiung konzentrieren. Ja, vielleicht wäre das am besten. Aber cool, dass der uns jetzt schon hilft, ne? Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Boah. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Jo, jetzt bin ich mal gespannt, ob uns der Kram irgendwie hilft. Ich hoffe, mein anderes Ich verzeiht mir den Gitarrendiebstahl. Andererseits habe ich damit seine Freundin zurückgewonnen, also sind wir wohl quitt. Genau. So, jetzt tun wir nochmal, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Was ist? Ich würde ihn ja gern K.O. schlagen mit der Gitarre, mal sehen, ob er das macht. Oh, da geht nichts mehr, ne? Kann ich mir meinen Kram nochmal angucken? Nein. Nein? Lol. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Dürfte ich Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ist Bürger-Plus-Patienten nicht gestattet. Es kontaminiert die Behandlung. Okay, mit dem geht nichts mehr. Hey, lass mich raus! Wie komme ich denn jetzt hier raus? Irgendwas mit Jennifer auf jeden Fall. Nur wie? Ich kann ja bloß nochmal... Hey, Jen! Woraus sind diese Fenster gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ah, die sind immer nicht runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Dad. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Wir müssen nochmal mit Jennifer reden. Bitte? Könnte ich nochmal mit Jen reden? Na klar, mein Sohn. Jennifer? Was gibt es, Martin? Hol mich hier raus? Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Na, nicht wirklich. Komm schon, Jen. Du willst doch kein Leben ohne Rock'n'Roll, oder? Rock'n'Roll? Igitt. Allein beim Gedanken an deine das Becken zum Beben bringenden dreiakkordigen Powerballaden wird mir ganz unwohl. Buah. Laber keinen Scheiß. Komm schon, Jen. Du willst doch kein Leben ohne Rock'n'Roll, oder? Rock'n'Roll? Igitt. Wird mir ganz... Das kann doch gar nicht sein. Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich glaube, ein Treffen wäre hinter dir hast. Warum nicht? Okay. Hey, weißt du, wie spät es? Nein. Haben sie dir nicht... Die Bürger Plus... Ach, Mann. Verdammt, was mache ich denn jetzt mit der? Geh noch nicht, Jen. Das würde ich niemals tun. Es wäre gegen die Regeln. Es wäre gegen die Regeln. Doc. 100 Pro ist mit meiner Gitarre. Nicht fast wetten. Oh. Hat das was gebracht? Nö. Doc. Doc. Aber die Tür können wir vielleicht damit einschlagen. Ja, ich glaube nicht, aber was macht er denn? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Anschließen? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Okay. Wahnsinn, Tatsache. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer. Oh, Martin. Oh yeah. Martin? Was machst du? Ah! Oh Gott, wie geil das schon wieder ist. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Bam! Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Yes, baby! Niemand. Yeah! Ich bin Jennifer Parker. Ja, das bist du! Yeah! Ich hab grad auch die Geste von den Fingern. Richtig. Jennifer, mein Schatz. Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Calvin Klein Unterwäsche? Echt jetzt? Oh, natürlich, fertig. Baby. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied genau. der Klontruppen, aber es muss reichen. Los! Lol. Genau, habe ich auch gerade gedacht. Ein bisschen klein, ne? Na, jetzt geh halt raus. Willst du mich veräppeln? Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestauter Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker. Was zur... Ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich.
Okay, aber als erstes... Wow. Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Ja, Mann. Gehen wir, Officer. Ich müsste ihn eigentlich einen Strafraum für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Rock'n'Roll. Oh, Jennifer ist wieder die Alte. Oh Gott, Leute. Wir werden hier den Part beenden müssen. Wir haben es ausgeschafft, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Ich bin schon wieder mittendrin. Jennifer. Oh Gott, Jennifer, was machst du nun mit mir? Was machst du mit uns? Man hört sich im nächsten Part, Leute. Seid gespannt. Bis dann. Bye bye und tschüss.